Ich bin hier in der Nähe von Regensburg, genauer gesagt in Teublitz. Und hier stehe ich vor einem Doppelhaus, bei dem vor kurzem ein konventioneller Wärmeerzeuger durch eine monoenergetisch betriebene Wärmepumpe ersetzt wurde. Solche Projekte werden aktuell breit diskutiert, vor allem im Kontext des neuen Gebäudeenergiegesetzes. Und deshalb möchte ich Ihnen diese Modernisierung etwas genauer vorstellen. Die Doppelhaushälfte hat eine Wohnfläche von 130 Quadratmetern. Das Objekt wurde 2001 gebaut und nicht nachträglich gedämmt. Bis zum April 2023 hat hier ein Lugamax Plus GB112 das Haus mit Wärme versorgt. Eine thermische Solaranlage unterstützte die Warmwasserbereitung. Aber in welche Objekte passt eine monoenergetisch betriebene Wärmepumpe? Unsere neue Broschüre Einsatz von Wärmepumpen im Bestand bietet einen guten ersten Einblick darüber. Der spezifische Energieverbrauch ist ein guter Anhaltswert zur Auswahl eines optimalen Wärmepumpensystems. Dazu muss der Jahresenergieverbrauch des aktuellen Heizsystems in Kilowattstunden durch die beheizte Wohnfläche geteilt werden. Erfolgte die Warmwasserbereitung ebenfalls über das Heizsystem, zieht man pro Person 1000 Kilowattstunden vom Jahresverbrauch ab. Ein weiterer wichtiger Anhaltspunkt ist die Volllauftemperatur des jetzigen Heizsystems im Auslegungsfall. Grundsätzlich kann man aber festhalten, liegt der Jahresenergieverbrauch unter 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr und die Vorlauftemperatur unter 55 Grad Celsius, kann davon ausgegangen werden, dass eine monoenergetisch betriebene Wärmepumpe effizient eingesetzt werden kann. Die detaillierte Heizlastberechnung hat ergeben, dass unsere neue Logatherm WLW 186 IAR die perfekte Lösung für diese Modernisierung ist. Die Außeneinheit der Wärmepumpe arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel R290. Durch die weiterentwickelte Silent Plus Technologie, einer schallgedämpften Kältekreisbox und einem integrierten Schalldiffusor ist sie unerhört leise. Und weil sie so leise und kompakt ist, passt sie, wie Sie sehen, wunderbar unter ein Küchenfenster, ohne dass man sie von drinnen bemerkt oder der Nachbar gestört wird. Sie kennen nun die äußeren Bedingungen und den Aufstellort der Außeneinheit. Widmen wir uns der Installation im Haus. Die Außeneinheit ist mit dieser Inneneinheit verbunden. Sie versorgt den gemischten und den ungemischten Heizkreis über einen Pufferspeicher. Warmwasser wird über einen bivalenten Speicher bereitgestellt. An diesen ist auch die vor der Modernisierung bereits vorhandene thermische Solaranlage angeschlossen. Wie in der anderen Doppelhaushälfte soll auch hier eine PV-Anlage installiert werden. Der Buderus Energiemanager My Energy Master ist dann die ideale Ergänzung, denn dadurch kann die Wärmepumpe leistungsgeführt angesteuert werden. Möchte man keinen externen Puffer installieren oder ist der Platz dafür schlicht nicht vorhanden, bieten wir eine Tower-Inneneinheit mit internem Puffer und Warmwasserspeicher an. Ideal für den Neubau. Denken wir an ein Bestandsgebäude mit womöglich tiefen Kellerdecken. Dafür gibt es eine bodenstehende Inneneinheit mit integriertem Puffer. Die Einstellung des Reglers ist ein wichtiger Baustein der Inbetriebnahme. Leider fehlen in der Praxis oft die Zeit und die objektspezifischen Details, um die Effizienz der Anlage nachhaltig zu optimieren. Deshalb bieten wir unseren Online-Checkup an. Dafür muss die Wärmepumpe mit dem Internet verbunden und im Buderus Connect Pro aufgeschaltet sein. Wird der Service gebucht, läuft ein Anlagenmonitoring. Nach dem Monitoring bewerten unsere Wärmepumpenexperten die Effizienz des Systems und erstellen eine Handlungsempfehlung zur Optimierung. Fassen wir zusammen. In diesem Objekt hatten wir einen spezifischen Wärmebedarf von rund 85 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Die Systemtemperaturen liegen bei maximal 45 Grad Celsius. Die Randbedingungen sind also perfekt für den Einsatz einer monoenergetisch betriebenen Wärmepumpe.